Der Neuplatonismus ist das letzte große philosophische System der Antike und wurde vor allem von Plotin im 3. Jahrhundert und Proklos im 5. Jahrhundert nach Christi entwickelt. Sie wandten sich von der Naturphilosophie ab und waren wesentlich von religiösen Ideen geprägt. Das Göttliche ist bei den Neuplatonikern das Ureine, das körperlos und eigenschaftslos dem Vielen gegenübersteht. Es ist an sich unaussprechlich. Die Sammellinse in unserem Modell steht für dieses Eine, aus dem alles hervorgeht, ohne dass es etwas verliert. Das Ureine hat keinen Mangel, kein Bedürfnis zur Schöpfung. Es ist vielmehr einer Quelle ähnlich, übervoll und ewig sowie kontinuierlich überfließend. Aus ihm entspringt das Materielle und Vielgestaltige. Dieser Vorgang wird Emanation genannt. Plotin unterscheidet vier Seinsstufen, in denen sich das Ureine manifestiert. Zunächst gibt es den Geist. In ihm schaut sich das Ureine in Vielfalt selber an. Es ist im Modell als selbstähnliches geometrisches Gebilde symbolisiert. Aus ihm geht als nächste Stufe die Seele hervor. Sie ist dem Geist noch ähnlich, aber nicht mehr so symmetrisch, sowie bereits nach unten auf die Natur gerichtet und dieser verhaftet. Nach der lebendigen Natur folgt dann die reine Materie, der bloße Stoff. Sie ist ein bloßer Mangel, ist Dunkelheit, Zerrissenheit, Nichtigkeit und Disharmonie. Die Materie an sich ist schlecht wie der Schatten, den das Licht des Guten wirft. Die Verbindung der Seele mit dem Leib ist Ursache allen Übels. Deshalb gilt es, die körperlichen Verhaftungen, das heißt die Affekte, durch geistige und geistliche Übung zu überwinden und so zum alleinigen Ursprung zurückzukehren. Der Gipfel der neuplatonischen Lehre ist das mystische Erlebnis, sich über die zergliedernde Erkenntnis zu erheben, die göttliche Einheit umfassend zu schauen und sich ekstatisch in ihr zu versenken. Der Aufstieg zum absoluten Einen ist nach Plotin ein reinigender Prozess. Plotins Vaterstadt war Lykopolis in Ägypten. Aus Geringschätzung alles Irdischen nannte er sie ebenso wenig wie die Namen seiner Eltern oder seinen Geburtstag. Er schämte sich sogar, überhaupt im Leibe zu sein, wie sein Schüler Porphyrios berichtet. Plotins Lehrer war Ammonius Sakkas. Bei diesem blieb Plotin bis 242, dann schloss er sich dem Feldzug gegen die Perser an, um die persische Philosophie kennenzulernen. Später plante er in Rom mit Kaiser Gallienus die Errichtung einer Philosophenstadt in Kampanien, die Platonopolis heißen sollte. Jedoch fand er dafür keine Mehrheit bei des Kaisers Ratgebern. Proklos war der bedeutendste unter den späteren Neuplatonikern. Er systematisierte das philosophische Gedankengut des Neuplatonismus und der griechischen Philosophie überhaupt, weshalb er später der Scholastiker unter den griechischen Philosophen genannt wurde.